Heute geht's um einen Traum aus Glitzer und Magie, denn ich verrate euch ein Geheimnis über das Einhorn. Der Hype darum ist einfach nicht tot zu kriegen. Aber hättet ihr gedacht, dass dieser Trend schon im 2. Jahrhundert nach Christus gesetzt wurde? Warum? Das erfahrt ihr jetzt, also bleibt dran! Hier gibt's spannende Fakten rund um den Glauben, die ihr sicher nicht vergessen werdet. Erweitert euer Wissen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's! Was? Heute geht's ums Einhorn? Wie süß! Ja, da bin ich ja heute der Experte. Denn mit Einhörnern, da kenne ich mich aus. Da habe ich echt alles. Socken, Duschgel, Kaffeetassen, Spardose. Eins ist auf der Fußmatte am Eingang. Und natürlich habe ich ein Einhorn-Kuscheltier. Herrlich. Ja, ja. Und von Einhorn-Schokolade und Einhorn-Pyjamas gar nicht zu sprechen. Dabei war das Einhorn einstmals ein stolzes und wildes Tier. Wie ein Stier oder ein Löwe. Bevor es zu einem Traum aus Glitter geworden ist. Was heißt hier geworden ist? Einhörner hat es doch nie gegeben. Ja, das ist wohl richtig, aber die Vorstellung, dass es Einhörner geben könnte, ist schon sehr alt. Im Christentum wurde das Einhorn berühmt durch den Physiologus. Ah, den kenne ich. Das ist doch der Typ, der in der Bundesliga immer auf den Platz rennt, wenn sich einer wehgetan hat und dann überall Eisspray draufspült, ne? Ach, das ist doch Quatsch. Also das ist der Physiotherapeut. Der Physiologus ist ein Buch aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. In diesem Buch wurden Tieren, je nach ihrem Verhalten, christliche Tugenden zugeschrieben, um zu zeigen, dass Gott in allen Bereichen des Lebens wirkt und zu erkennen ist. Der Pelikan zum Beispiel opfert, laut Physiologus, in der Not sein Leben, um seine Jungen zu retten. So wie Jesus sein Leben für die Welt geopfert hat. Ja, das ist jetzt also mehr ein theologisches als ein naturwissenschaftliches Buch, was? Ja, das muss man so sagen. Das Einhorn ist im Physiologus ein wildes und ungezähmtes Tier, das man nur fangen kann, wenn eine reine Jungfrau sich ihm in den Weg stellt. Dann springt das Einhorn der Jungfrau auf den Schoß und wird zahm und heilsbringend. Im Mittelalter war diese Vorstellung sehr populär und hat zu zahlreichen Darstellungen auf Altären und Wandteppichen geführt. Das Einhorn sitzt der Gottesmutter Maria, also der Jungfrau schlechthin, auf dem Schoß und steht damit symbolisch für Christus. Hä? Aber Jesus ist doch kein wildes Ungetüm. Ja, das stimmt, aber er ist der Sohn des allmächtigen Gottes. Ja, er ist sogar der allmächtige Gott selbst. Und in der damaligen Vorstellung kann diese gewaltige Macht Gottes nur durch eine Frau segensreich in die Welt gelangen. Denkt mal drüber nach. In diesem Video erfahrt ihr noch mehr über den Mythos Einhorn und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke und bis bald.